Zum 17. Mal hieß es in der Geschichte der DEL Playoffs Spiel 7. Das Halbfinale zwischen dem EHC Red Bull München und den Augsburger Panthern gipfelte in diesem einen Spiel. Hinein in diese Partie. Augsburg in den weißen Trikots mit der ersten ganz guten Möglichkeit. David Stieler hier im Nachfassen gegen Danny aus den Birken. Eine Serie, die längste in der Geschichte der DEL werden sollte. Eine der umkämpftesten und die Serie, obwohl über 7 Tore am Ende mit den wenigsten erzielten Toren. Aber Tore gab es, und zwar das erste erzielte München in der 16. Spielminute durch Mr. Game 7. Mats Christensen in seinem zweiten Spiel 7 mit seinem zweiten Tor. Perfekt eingeleitet von Vokes und Seidenberg, und im zweiten Nachfassen dann Mats Christensen in seinem 100. DEL-Playoff-Spiel. Drittel 2. Und wer das Team von Mike Stewart kennt, der weiß, dass das ein Team ist, das niemals aufgibt. Dennoch im zweiten Drittel München Kombination sicher und dann mit etwas Glück. 26. Spielminute, das 2:0 offizieller Torschütze Patrick Hager, weil er hier den Schlittschuh von Brady Lamb trifft und von dort der Puck unhaltbar vorbei an Olivier Roy. München dann meist souverän, immer wieder früh störend, hart in den Zweikämpfen und mit Kontern. Trevor Parks, John Mitchell, aber Olivier Roy, wie schon in den kompletten Playoffs, hielt Olivier Roy auch heute die Augsburger Panther in diesem Spiel 7. Und Augsburg versuchte Offensive, hatte wenig, wenn, dann war es aber konkret kurz vor Drittelende. Adam Peril mit einer Doppelchance, von Stieler eingeleitet, holt er sich selbst seinen eigenen Rebound, doch dann kehren Münchens Besen hart. Der Schlussabschnitt. München versuchte zu verwalten und auf Konter zu spielen. Yasin Elis, geschickt von Patrick Hager, gleich mit einer Top-Möglichkeit in der 42. Spielminute. Über Beul direkt weitergeleitet zu Hager, dann geht Elis. Und München konterte weiter. Stark am Bulli, stark im Zweikampf. John Mitchell, Trevor Parks und erneut Olivier Roy. Ja, Augsburg ackerte, Augsburg kämpfte, aber München spielte etwas besser in diesem 7. Spiel. Und dann waren sie da. Die letzten Sekunden, die rannen herunter und dann war es vollbracht. München zum 4. Mal in Folge im Finale der DEL. Ich glaube, die ganze Serie war Wahnsinn. Es hat tierisch Spaß gemacht. Fans waren unglaublich laut. Die Spiele waren hart umkämpft. Augsburg hat es uns wirklich schwer gemacht. Defensiv wirklich wahnsinnig stark, kompakt gespielt. Und wir konnten mit Teamcharakter dann doch die Mauer brechen. Und ich denke, ist doch verdient am Ende. Und wir freuen uns jetzt aufs Finale. Von dem ersten Tag weg in August, diese Gruppe hat gezeigt, dass sie sind lernwillig. Wir haben gezeigt, dass sie sind bereit, immer zu arbeiten, im Training, während des Spiels. Charakter in der Mannschaft war unglaublich, weil eine ganze Eishockey-Saison ist verdammt schwer. Das ist lang, es ist steinig. Wir haben zwei super Serien in den Playoffs gespielt und leider in Spiel 7 gegen München. Es war ein Tick zu wenig. Am Ende siegten doch die Titanen, aber die Augsburger Panther können stolz sein auf eine grandiose Saison mit Platz 3 in der Hauptrunde und den Meister im Halbfinale bis in Spiel 7 gefordert zu haben.